Erstens waschen wir unsere junge Zwiebel, dann schalen wir Knoblauch, dann schneiden wir Zwiebel schön dünn und waschen wir das Fleisch einmal wegen Blut, dann schneiden wir ganz schön Fleisch und schneiden wir auch den Tofu, große wie wir Fleisch geschnitten haben, dann schneiden wir junge Zwiebel für am Ende. Das ist ganz wichtig für Kimchi Jjigae, dass Kimchi schön reif geworden ist. Okay. Ja, ist gut. Lecker. Warte, ich muss auch. Und? Lecker. Das riecht voll intensiv. Wie viel muss da rein? Du sagst einfach Stopp, okay. Ja, und ich mach einfach. So. Nein, alles gut, alles gut. Okay. Dann wir tun jetzt mal Kimchi rein mit Fleisch. Wir tun jetzt auch Fleisch rein. Das riecht es. Genau. Also. Genau. Und ich tue hier ein bisschen Sojasauce rein. 2 Löffel Sojasauce. Und zweimal. So, jetzt weiter umrühren. Ja. Ich habe gerade schon Appetit. Genau, gerade habe ich das Kimchi schon probiert und jetzt das riecht so richtig. Wie lange muss es dann ungefähr? Bis Fleisch ein bisschen gekocht wird. Mhm. Und jetzt tun wir die Gemüse auch rein. Genau. Und das sind einfach so ganze Knoblauchzehen. So eine ganze. Genau, du magst Knoblauch. Ja, ich liebe Knoblauch. Super. So, jetzt tun wir Wasser rein. Jo. Jetzt kochen wir dann 10 Minuten lang. Dann Deckel auf, dann checken wir, ob es schmeckt. Cool, das geht ja mega schnell. Ja, das ist sehr einfach. Das ist cool. Oh mein Gott, das riecht so gut. Oder? Ja. Also wir haben richtig gekocht. Jetzt tun wir Tofu rein. Dann jetzt tun wir die junge Zwiebel rein. Jetzt tauchen die Tofu. Also damit der nicht kaputt geht, muss ich einfach nur so reindrücken. Genau. Und Kimchi, wie wir mal Soße haben. Also das macht Kimchi Jjigae richtig lecker. Also das ist der Geheimtipp. Ein Geheimtipp, ja. Ja. Super. Kann ich das auch mal machen. Dann Salz. So, dann einmal umrühren. Darf ich einmal? Mhm. Boah, das ist so lecker. Also wir müssen einfach so lassen. So auf 2, 10 Minuten. Dann fertig. Perfekt. So, dann jetzt
Gucken wir bei Kirchenmarie, das geht auch sehr schnell. Okay, Take one. Schalen wir mal Karotten. Ich brauche halbe Zwiebel. Dann ich hacke die beiden ganz schön klein. Und ich tue das in eine Schüssel rein. Und dazu, ich brauche so 6 Eier. Und dann schön umrühren mit ein bisschen Salz. Dann am Ende, wir brauchen mit Zwiebeln. Dann wieder schön umrühren. Okay, erstens brauchen wir Öl. Bis 8. Das hat meine Mama sehr viel gekocht. Also die Bohnen muss komplett gekocht werden, damit ich ein bisschen rollen kann. Also so an der Seite sieht man das dann. Genau. Du rollst das jetzt, ne? Genau. Ein. Also meine Mama kann sehr gut machen, aber ich nicht so. Bist du? Wow! Also ich habe jetzt das irgendwie gerollt. Und wir müssen ein bisschen lassen, bis die Eier ganz gekocht werden da drinnen. Perfekt. Das sieht nicht so cool aus. Doch, aber ich finde, es sieht total cool aus. Es ist bunt, es ist gerollt, es ist cool. Ja, danke dir. Wie ist das mit dem Essen? Was für eine Rolle spielt ein Essen in Korea? Essen in Korea ist richtig wichtig. Ja? Also die Leute denken wirklich, wenn man eine gute Freundschaft haben will, dann okay, gehen wir mal essen. Ah, ja, okay. Ja, also wenn man wirklich so gutes Essen mit jemandem isst, dann das heißt, ich will so eine gute Zeit verbringen mit diesen Personen. Oh, das ist voll schön. Ja. Du hast ja gerade schon erzählt, dass deine Mutter dir das auch beigebracht hat und das immer so toll gerollt hat. Kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, was du fühlst, wenn du über koreanisches Essen nachdenkst, wenn du das machst? Das hat meine Mutter sehr oft mal gekocht in meiner Schulzeit. Aber wenn ich das esse, dann ist schon Gericht nach meiner Mama. Oh. Und meine Zuhause und die Atmosphäre, ich kann es schon ein bisschen mehr essen. Ja. Das ist toll. Das ist voll schön. Wie sagt man guten Appetit auf Koreanisch? Maschike Tiseo. Maschike Tiseo. Oh, voll cool. Ja, 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 ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Lecker? Schon lecker. Und was vermisst man am meisten, wenn man über 10 Jahre in Deutschland ist, in Korea, vom Essen? Von Mama. Von Mama. Ja, von Mama. Muss bestellen. Ja, ich muss Kirchenmarie probieren. Das esse ich voll gerne mit Ketchup. Danke dir für das ganz tolle Essen. Es war richtig lecker. Jetzt kann ich das machen und ich hoffe, ich übe das jetzt, damit du irgendwann bei mir zum Essen kommst. Und ich würde gerne noch mit dir ein Selfie machen. Als gerne. Erinnerung. Gerne.